So, meine Schilde werden hier die ganze Zeit wieder aufgeladen. Das freut mich natürlich sehr. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal weiter. Mir fällt gerade auf, dass wir, also wieder mal auf, dass es an diesem Wochenende jede Menge Kampf gibt. Und vor allem jede Menge Munition. Also darüber können wir uns nie wirklich beschweren. Ein Medikit. Danke dafür. Und wir müssen weiter runter, wie es aussieht. Feinde nähern sich. Gebiet absiegeln. Ja, versucht's mal. Antworte. Träum weiter, Mensch. Antworte. Letzte Chance, Talons. Antwortet, oder? Guten Tag. Was so? Zurück! Das glaube ich nicht. Wer ist das denn da oben? Ah! Ist nicht unsere Kapuzenlady gewesen? Die Anführerin der Talons jetzt also. Ah ja. Und bergen Sie, was geht. Wir müssen schnell hier weg. Ihr habt den Boss gehört. Bewegung. Ich verstehe. Wir Interessante haben den Wende. Anführer der Talons gefunden. Na sowas. Nyrene. Du steckst voller Überraschungen. Arya, die Täuschung war notwendig. Ich musste rausfinden, wie deine Pläne aussehen. Die Leute auf Omega brauchen uns. Ich konnte nicht riskieren, unsere Operation zu gefährden. Nicht gerade das Standardvorgehen einer Straßengang. Als Cerberus einfiel, waren die Talons ein Chaos. Ich brachte einen neuen Kurs. Seitdem jagt uns der General. Im Moment greift er einen unserer Außenposten an. Und da muss ich jetzt hin. Wir sind hier fertig, Boss. Okay. Arya, Commander Shepard, was immer Sie hier wollen, die Antwort lautet nein. Sie finden sicher alleine von hier weg. Lassen Sie uns helfen. Keine Chance. Nee, lass uns erstmal helfen. Genau, wir bieten unsere Hilfe an, damit Sie uns da später helfen können. Wunderbar. Wir sind hier, um zu helfen. Wir reden an Ihrem Außenposten darüber. Ein großzügiges Angebot. Arya, spricht der Commander auch für dich? Ich hätte es anders formuliert, aber im Grunde stimmt es. Also gut, dann folgen Sie mir. Und wir sind wieder zu dritt im Squad. Apropos, folgen Sie mir. Kann ich hier noch irgendwas finden? Deine Biotik hat sich seit unserem letzten Treffen verbessert. Erfolg freigeschaltet. Talon, okay. Sind die biotischen Granaten aufgefallen? Du hast Explosionen immer schon gemocht. Bei jeder Gelegenheit. Eine neue Matchstation? Warum nicht? Nehme ich auch mit. Die 300 XP mittlerweile sogar. Geil. Mittlerweile ist gut. Schon immer. Und wir fahren wieder nach oben, sag ich mal. Tatsächlich. So, kannst du noch mehr als verbrennen? Nee, immer noch nicht. Du hast dann die komische Granaten jetzt hergehabt. Hm. Seltsam, seltsam. Zwei schweigsame Ladies. Ich muss dann auch wieder ein paar Männer mitnehmen, mal in die nächsten Missionen, um ein bisschen die Quote zu erhöhen wieder. Okay, das sieht aus, als würden wir hier gleich kämpfen müssen. Wechseln schon mal zum Gewehr. Zum Gewehr. Wo denn? Ach da. Schilde, ach natürlich. Dieser Schildgenerator muss leider weg. So. Was kann man denn hier leisten? Wir können hier so ein lustiges kleines Leuchtgeschoss reinballern. Und jetzt, wo die Panzer, wo der Schild weg ist, können wir hier noch ein bisschen Feuer reinhauen. Oder auch nicht. Hallo, Feuer. Auf den. Dankeschön. Da kann ich auch die Dingens mitnehmen. Ja, komm. Ganz ehrlich. Willst du mal sterben, bitte? Oder jetzt ist doch einer ganz lebendig. Zwei sogar. Wer sind denn noch da? Ich will jetzt nicht gar nicht auf mich konzentrieren. Hat was? Nein! Sehr unangenehm.
Was lang so Mech? Systemausfall in Kürze. Noch ein Mech. Mein Gott. Also mit meinen Verbrennen habe ich hier echt gut zu tun. So. Aria, du kannst das da machen. Ich werde mal wieder auf meine, Dingens wechseln. Meine Maschinenpistole mit Disruptor-Munition. Da muss es ja ungefähr sein. Und damit hoffentlich dein Schild so ein bisschen Fetzen schießen. Wirklich verfehlen kann man hier nicht. So, und das war's. Wir haben hier einmal verbrennen für dich, einmal das Ding für dich. Und nochmal verbrennen von mir. Ich nehme auch kurz die andere Waffe wieder. Verbrenne nochmal. Apropos verbrennen, ach, du kannst nicht schnell genug. Verbrennen. Warten, warten, warten. Verbrennen. Das war's. So. Das Ding kurz nachladen. Habe ich nämlich gesehen, dass ich etwas zu wenig Munition hatte da drin. Zack, und schon ist meine Munition wieder voll. Also damit habe ich echt keine Probleme hier. Irgendwo ist immer so ein Piepen. Naja, gut. Kommen wir hier irgendwie rüber? Ja, kommen wir. Was ist das da? Ein Medikit. Klar, nehme ich auch mit. Ach, die Medikits geben uns 200 XP und die Medistation gibt uns 300 XP. Ah, ja, ich verstehe. Okay. Was ist das hier für eine Waffe? Ein Hydra-Raketenwaffe. Hätte ich bestimmt jetzt gut gebrauchen können gerade. Ah, ich nehme mal mit. Ich glaube, den nächsten Feind, den ich treffe, der hat ein echtes Problem. Hm. Ja, komm her, komm her, komm her. Ein Fahrstuhl, eine Raketenwaffe abzufeuern, ist vielleicht nicht so clever, aber ich nehme trotzdem mal mit. Unbestätigte Sichtung von Ziel Alpha. Energieversorgung des Sektors unterbrechen. Alle Einheiten konzentrieren sich auf den Außenposten der Taylors. Ja, das ist natürlich dumm jetzt. Mit der Raketenwaffe auf den Riegel zu schießen ist... wäre mehr als dämlich. Warte mal. Das kurz nachladen, dass ich nicht im Kampf auf einmal nachladen muss. Und den Raketenwerfer wieder aufheben. Top, 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 top. Geht's noch höher? Bestimmt geht's noch höher. Aber wo? Hier ist irgendwas. Datenbett untersuchen. Für ein bisschen Geld nehme ich mit. Hä? Ich sehe wahrscheinlich gerade das Offensichtliche nicht. Wahrscheinlich gibt es hier irgendeine Luke oder irgendwas, was Blinkendes oder was weiß ich was. Der Blinkendes ist bestimmt nichts, weil hier ja keine Energieversorgung mehr ist. Ach, da hinten ist irgendwas. Da würde ich doch gerne mal hingehen. Fahre lässig, ohne zu speichern, die Leiter runter. Apropos speichern. Machen wir gleich mal. So. Laufen noch ein bisschen um den Fahrstuhlschacht rum. Und wieder runter. Sind wir nicht gerade nach oben gefahren? Egal. Was weiß ich schon. Das Spiel leitet mich schon korrekt, wo es lang will. Oder wo es mich haben will. Und da ist die Tür. Ganz mucksmäuschenstill mit einer Raketenwaffe bewaffnet schleichen wir durch die Gänge. Na, wo kommt ihr denn? Hoffentlich haben sie keine Höhenangst. Was? Warum? Hier ist noch alles gut. Neue Meldungen. Weitere Taylor-Truppen auf den Stegen. Bringen Sie unsere Leute darunter. Los! Okay, wo seid ihr? Ihr kommt doch gerade richtig lang gerannt gleich. Da ist irgendwas. Ziel Alpha im Sicht! Boom! Ich habe gerade auf, mein Leben ist nicht gerade so voll, deswegen habe ich kurz ein Medikit genommen. Seid ihr schon kaputt? Nee, irgendwas lebt noch. Da hinten lebt noch jemand. Ein Phantom! Phantome können wir mal. Zeigt euch bitte mal. Jetzt bist du außer Bedeckung. Sehr schön. Die können bestimmt hervorragend mit diesem Leuchtgeschoss hier
umgehen. Und da ist das Phantom. Ungefähr da. Ah ja, unser Kamerad ist schon tot, beziehungsweise unsere Kameradin ist tot. Hallo. Ein kleines Nahkampfmonster oder was? Und tot ist das Nahkampfmonster. Ich habe schon wieder so viel Leben verloren. Schon wieder ein neues Medikit. Übrigens, wo ist denn hier die andere hin? Ach, da ist die. Okay. Ja, bleib ruhig da. Kannst ruhig ein bisschen Feuerstation geben. Aria kann dahin. Und ich gehe vor allem erstmal hier in Deckung. Puh. Die teilen ganz schön Schaden aus. Ah, geh weg da. Wie heißt die eigentlich da? Habe ich wieder echt vergessen. Und noch mehr Leute kommen. Natürlich kommen noch mehr Leute. Habe ich da gerade einen Schimmern gesehen? So rechts? Ja, da ist ein Schimmer. Wo bist du? Wo bist du? Blödes Phantom. Ach nee, das ist einfach nur das Blinken davon. Okay. Ein Centurio mit Schilden. Ist die Granate? Oh, die Granate ist ganz schön schlecht. Geh am besten mal dorthin. Und, Aria, du kannst mal hier diesen Leuchtbällchen draufwerfen. Und von der Granate gerettet. Nicht schlecht. Hallo, Sturmschütze. Tschüss, Sturmschütze. Der ist ziemlich statisch. Das ist nett von ihm. Und da ist ein Nemesis mit Schilden. Na gut, den kriegen wir auch noch weg, weil er so schön weit entfernt ist. Falsche Waffe. Richtige Waffe. Noch jemand? Hier muss noch jemand sein, weil meine Leute sind noch in Deckung. Na komm, zeigt euch. Vermutlich irgendwo ein Phantom oder sowas. Ein Upgrade. Präzisionsgewehr, Thermozielfernrohr. Vielleicht kann man damit ja Phantome besser sehen. Würde einmal kurz einer dorthin gehen und die andere dorthin gehen. Wir finden die Leute schon noch. Oder folgt mir einfach beide C. Wo seid ihr denn? Ach, da seid ihr. Okay. Wo ist denn der letzte Gegner? Ah. Sehr, sehr schön. Kann man hier also ein bisschen Rücken fallen, wenn wir jetzt diesen Fahrstuhl benutzen, der wahrscheinlich gleich hier vorne ist. Und der ist hier. Türsteuerung. Oh. Das war natürlich nicht schlecht. Okay, wir müssen also aushalten, bis der Techniker kommt. Zack und zack. Du benutzt die Stege nicht nur als Geheimgang zur Bahn. Arr. Ich dachte ganz ernsthaft, dass da die Granate vor der Barriere liegen würde. Dort sie aber nicht. Sehr unangenehm. Gut, nochmal das Ganze. Wir kommen hier nicht rein. Das heißt, wir müssen hier irgendwo in Deckung gehen. Am besten. Brauche Techniker am Eingang zum Steg. Hier. Das kann eine Weile dauern. Oh, da, Granate aber genau in meine. Sehr schön eigentlich. Sehr guter Wurf. Hallo. Zielen. Die Stege nicht nur als Geheimgang zur Basis. Ein Sturz ist die beste Methode, hier unwillkommene Gäste loszuwerden. Ja, ja. Und noch eine Granate. Das können sie echt gut hier. So, stopp. Der Sturmschütze da hinten. Na gut, den kann ich gleich mal ausschalten. Da ist auf jeden Fall noch ein weiterer Sturmschütze, den du mal nicht mit dem Leuchtgeschoss oder mit Peitschen vielleicht attackieren könntest. Da oben ist auf jeden Fall jemand, der nervt. Ne, warte mal. Den wirst du mit deinem Leuchtgeschoss ein bisschen entfernen. Der nervt nämlich echt. Komm, mach mal. Ach, hast du schon. Na gut, dann weiter auf dich. Er hat immer noch seine Schilde. Fällt dir was auf? Aria? Uhuhu. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Jede Menge Leute hier. Nein, wahrscheinlich nicht. Sie haben die Brückensteuerung gehackt.
Mist. Hier oben nervt er echt so ein bisschen. Granate ist wo? Hinter mir. Oh, Hass. Nochmal. Ich glaube, ich stelle mich gerade so ein bisschen an wie der erste Mensch. Das ist ein bisschen doof. So, stopp erstmal alles. Du, Aria, gehst hier hin. Der andere, also die andere, Nairine heißt sie. Okay, gehst dorthin. Ich für meinen Teil bleib hier. Und wir gucken mal, was wir so an Schildleuten finden. Nachher kommt da oben alle runter. Da oben ist ein Sturmschütze zum Beispiel. Sobald der rauskommt, gibst du dir mal so ein lustiges Leuchtgeschoss mit. So, hat das schon mal ganz gut geklappt. Ich werde hier ein bisschen mit Verbrennen noch aufräumen, weil ich sehe ja eh nicht viel. Ach ja, die Granate liegt ganz gut. Für mich. Ja, meine Schilde sind zwar... Oh. Hätte ich doch besser machen sollen. Benutzt die Stege nicht nur als Geheimgang zur Basis. Einsturz ist die beste Methode. Würdest du mich mal schießen? Dankeschön. Oh Gott, Granate. So ist gut. Moment. Da ist wieder jemand, der einen Leuchtgeschoss bedarf, aber ich kann ihn gar nicht anvisieren. Gerade ist ein bisschen dumm. Dann kannst du halt trotzdem dafür hier mal ein Verbrennen reinhauen. Kannst auch mal deine Arbeit machen. Oder ich mach das einfach. Und da ist er wieder, der Zeturio mit Schilden. Leuchtgeschoss. Sehr schön. Nicht ganz so schön. Du gehörst, glaube ich, nicht zu uns. Oh, da hat jemand Glück gehabt. Gut, bis jetzt läuft es etwas besser als letztes Mal. Na komm. Du stirbst. Du kriegst auch dein Fett weg. Da oben kommt schon der nächste angelaufen. Granaten. Auch nicht ein Atlas. Leute. Leuchtgeschoss auf den Atlas. Wow, hat der richtig viel gebracht. Ach, jetzt geht's los. Geh doch mal in Deckung, Shepard. Wäre doch mal eine super Idee. Was hältst du davon? Oh mein Gott, das ist eklig. 4. Wäre es wieder Zeit für ein neues Leuchtgeschoss? Sag mal, kann das sein, dass du genau hier bist? So, wo sind denn die? Da sind sie doch, da ist einer. Den ich leider nicht anvisieren kann. Dich kann ich anvisieren. Du bist tot. Ist die Steuerung bald mal durch hier eigentlich, die Tür? So, jetzt gehen wir mal hier hin. Und da ist lieber jemand, der ein Leuchtgeschoss braucht. Sehr schön. Oh Gott, nein, nicht schon wieder so eine blöde Granate. Die Tür ist offen, gehen wir. Puh. Beeilung, ich muss zu meinen Leuten. Ja, ist ja gut, ich will ja auch ein bisschen hier weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Boss? Schön, Sie zu sehen, Boss. Ja. Hallo, wir sind Freunde. Danke für das Medkit. Ein Kroganer. Den sieht man auch nicht oft, außerhalb von Tuchanka. Und ein weiterer Lüft. Diese Mission ist ganz schön lang, beziehungsweise dieses DLC, nehme ich mal an. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Ich habe es ja auch bezahlt. Wir evakuieren diesen Ort so bald wie möglich. Mischen Sie sich nicht in die Arbeit meiner Leute ein. Neue Info. Die Zivilisten, die wir evakuieren konnten, sind sicher in dem anderen Außenposten angekommen. Außerdem, Routinechecks ergaben nichts Neues in Sachen Adjutantenpräsenz. Adjutanten? Von Cerberus erschaffene Kreaturen. Sie löschen die DNA ihrer Opfer und verwandeln sie in neue Adjutanten. Eine Art Waffe auf Reaper-Basis. Mhm. Ich habe sie schon bekämpft. Ein Albtraum. Hat ein bisschen was von Borg. Als du weg warst, verlor Cerberus die Kontrolle. Die Dinger haben die Gangs vernichtet und dann absolut jeden angegriffen. Hätte Cerberus das nicht eindämmen können, wäre mittlerweile die ganze Station infiziert. Huiuiuiui, sie haben viel geschafft, muss ich sagen. Ihre Leute dabei am Leben zu halten, war bestimmt nicht einfach. Freunde von mir wurden zu Monstern. Und ich musste sie töten.
Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss einen Außenposten verteidigen. Die Adjutanten haben ihr ziemlich zugesetzt. Das ist... noch ein Levelaufstieg. Ich bin ja in diesen DLC oder diesen Wochenende bestimmt schon das dritte Level jetzt aufgestiegen. Nicht schlecht. Sieht ganz schön geil aus, muss ich sagen. Das ist ja nicht nur ein Außenposten, das ist eine riesige Basis. Ich meine... Halleluja! Tellen! Komm, lass uns mal reden, kurz. Hey, Commander. Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Ja, bitte. Was ist das? Schrotflinte und Universalklinge nehme ich natürlich gerne mit. Ich würde ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt natürlich auch versuchen, noch mehr Folgen das Wochenende rauszuhauen. Das wäre sogar gar kein so großes Problem. Ich glaube, ich mache trotzdem einfach mal hier Schluss für dieses Wochenende. Weil das gerade, glaube ich, ganz guter Augenblick ist. Wir werden diese Mission am nächsten Wochenende dementsprechend weiterspielen und dafür halt entsprechend viele Folgen investieren. Also ich wäre jetzt halt ungern offen gestanden, jetzt noch 2-3 Folgen zu machen, nur damit ich jetzt schnell dieses DLC durchgepresst habe, nur damit es irgendwie noch heute rumgeht. Das würde vielleicht etwas zu viel werden, weil 10 Folgen guckt sich wahrscheinlich kein Mensch mehr an. Deswegen sage ich einfach mal, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, wenn wir hier weitermachen und danach, also dann hoffentlich die Söldner alle auf unserer Seite haben. Das ist ja eigentlich der eigentliche Grund, warum wir das hier machen. Dann werden wir nach Tuchanka fliegen, hoffentlich die Genophage heilen. Das klingt immer alles so schön, so kleine Dinge, so auch wie, ach, ich vereine kurz meine Söldner hinter mir, danach heile ich die Genophage und danach kippe ich das Universum um, weil mir gerade danach ist. Ja, so in etwa werde ich das machen, außer dem Teil mit dem Universum. Und hoffe damit, dass wir mit den Söldnern und auch den Kroganern einen ziemlich großen taktischen Schritt gemacht haben, auch einen kampfstarken Schritt gemacht haben, um, so leise hier übrigens, um gegen die Reaper bestehen zu können. Wir sehen uns also nächste Woche wieder. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.